Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fuchsbau News. Fangen wir auch direkt an mit den Themen. Am Dienstag gab es Palworld. Wie der Stream gestartet hatte, also gerade der Teil mal vorbei war und wie sie zu sehen war, war sie extrem verwirrt, weil bei ihr irgendwie im Hintergrund die Fuchsbau News, also die letzte Ausgabe der Fuchsbau News, lief für die Reaction. Bis Fesi das gecheckt hatte, ist ein bisschen Zeit vergangen. Der Rest von Palworld war halt das Übliche. Pals schlagen, versklaven. Aber sie hat es mal geschafft, auch eine Villa zu bauen. Mit einem Dach und Wänden, also nicht nur ein Boden. Also, das war das Highlight. Zu dem Verwirrtsein von Fesi spiele ich euch jetzt noch einen Clip ein, bei dem ihr euch genauso gut amüsieren könnt und darüber lachen könnt wie ich. Viel Spaß! Ich bin sehr verwirrt. Hat Fesaya eine neue Basis. Ah, das kommt von der Fuchsbau News. Ich wundere mich gerade, wo die Stimmen herkommen. Ich habe gerade versucht, das zu fixen. Ich dachte, ich werde bekloppt. Ich höre hier Stimmen. Wisst ihr, ich starte den Stream und ich bin so, hä, wo kommen die Stimmen her? Ich habe die ganze Zeit versucht, das zu fixen. Ich habe es nicht gerallt. Ich habe es überhaupt nicht gerallt. Was zur Hölle? Was war das? Von Mittwoch 21 Uhr an, da 20 Uhr nicht mehr möglich war, wie es eigentlich im Streamplan hieß, weil Fesi müde, musste die Schlafi machen und somit die Stunde späti. Ja. Ja, jetzt habe ich mich selbst verwirrt. ja, um 21 Uhr am Mittwoch hat der Stream begonnen und es ging los mit Mario Kart. Typischer Rage. Fesi und ich haben uns nichts gegeben. Panzer, Bananen, Panzer, noch mehr Panzer. Es war witzig. Leider gibt's keinen guten Clip dazu, den ich jetzt einspielen könnte, aber ja. Mario Kart, weiß man, wie das ist, ne? Nach Mario Kart direkt gab's noch eine Runde Soak and Splash. Das ist ein Spiel, was man in der Sauna spielt. Also jetzt nicht ein Spiel, das man in der Sauna spielt, sondern ein Spiel, das in der Sauna spielt. Ja. Das war feuchtfröhlich, handtuchig. Seht einfach selbst hier ein paar Clips dazu. Mann, und lass dich verprügeln. Echt mal. Stehen geblieben. Jetzt lass dich handtuchen. Jetzt bleib doch, ich hab gar kein Handtuch. Mein Handtuch ist wieder kaputt gegangen. Sei ein Mann. Gib mir die Gurke. Das hört sich falsch an irgendwie. Das war nicht so gut. Wir reden gib nicht dir die Picklige. Ja, genau. Nein, das ist auch nicht besser. Aua, Tür! Ich will nicht die Tür prügeln! Ich will die Gurke! Jungs. Auf die echten, richtigen Männer. Auf die Männer. Prost. Gluck, 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 gluck. Hallo! Hören Sie auf, meine Gurke zu stehlen. Frechheit. Doch, ich brauche deine Gurke. Nein, bitte gehen Sie weg. Bleib stehen. Nein, das ist meine Gurke. Doch, ich brauche dich. Nein. Ich brauche dich und deine Gurke. Nein, gehen Sie. Hä, du hast doch die Gurke. Was willst du eigentlich? Sind wir beide im selben Team? Nein, sind wir nicht. Ihr seid beide pink und ich bin die Einzige mit Gurke. Gehen Sie weg. Hä, halt die Gurke. Warum hast du seit wann hast du denn schon wieder die scheiß Gurke? Du kommst nicht vorbei. Gehen Sie weg. Ey, bleib. Gib mir die scheiß vorbei. Gurke. Was ist das für ein scheiß Spiel? Wieso hat Tiger schon wieder nichts gehabt? Tiger, warst du nicht? Nein! Nein! Das ist meine Gurke! Geh sie weg! Tiger, du holst dir die Gurke jetzt! Hol dir die Gurke! Ich bin festgepackt! Das Spiel ist so dumm! Der Soak and Splash-Spaß ging noch bis in den Donnerstagmorgen hinein. Also quasi am Ende haben wir einfach nur noch da rumgestanden und getanzt und nichts weiter gemacht. Um den Countdown runterzuzählen zu Fesayas Geburtstag, da sie am Donnerstag Geburtstag hatte. Dieser wurde natürlich schön gefeiert im Stream. Zum Geburtstag hatte ich auch eine kleine Büttenrede vorbereitet gehabt. Diese kann man im letzten Special nachsehen und auch im Highlight auf Twitch. Unter anderem hat die Community es geschafft, die Community-Herausforderung von 40.000 Kanalpunkten für Chicken Feed zu vervollständigen. Somit hatte Fesaya auch zuletzt am Donnerstag, am frühen Donnerstagmorgen, Chicken Feed gestreamt. Hierzu ein paar Ausschnitte
wie sich Fesaya die ganze Zeit erschrocken hat und wie sie von dem wundersüßen Huhn getötet wurde. Viel Spaß! Kleiner Disclaimer, wer es nicht sehen will, also wer keinen Horror mag, der kann zu der oben links in diesem kleinen Fernseher angegebenen Zeit überspringen. Allen anderen viel Spaß. Nee, das ist ein Schlüssel. Ah, warte, da hinten war doch eine Tür. Da hinten war doch eine Tür. Nicht hier. Hier irgendwo. Nee, nicht da. Hä, wo war diese scheiß Tür denn? Oh mein Gott! Wieder diesen scheiß Huhn! Oh mein Gott! Nein, 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 du warst doch gerade eben noch da! Exit Area, alles klar. Mein Gott, nein! Nein, 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 nein! Ich hab mich so gut geschlagen! Ich hab mich so fucking gut geschlagen! Hiya! Ich sehe das Huhn nicht mehr. Da ist das Huhn. Nein, du bleibst schön da unten, Brudi. Bleib schön da unten. Nein, ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Scheiße. Ah. Noch da ist dieses blöde Huhn. Nö. Ach nö. Ach nö, 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 nö. Wo war denn dieses Huhn? Oh, oh Gottes Willen, oh mein, ich kann das alles nicht mehr. Das ist so dumm. Rechte Seite. Pipes! Ja! Pipes! Mein bester Freund. Okay, jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Meine leichteste Aufgabe. Wenn das Chicken da direkt ist. Alles klar, warte, ich bait's hierher. Oh Gott, ich war doch schon da drin, Mann. Ich war doch schon da drin. So, habe ich jetzt die Pipe eigentlich immer noch? Das ist jetzt die Frage. Gibt deutlich bessere. Welcome to the game. 1 bis 3 sind von der Atmosphäre her krass. Es gibt keine besseren Games als dieses Hühnerspiel. Dieses Hühnerspiel Supreme, okay? Oh mein Gott! Warum? 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 Nein! Was? Warum? 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 Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich war doch schon weg. Bitte sag mir nicht, ich muss jetzt nochmal den Knopf drücken. Okay, Gott sei Dank muss ich das nicht. Oh, das sind kleine Hühnchen. Oh, ihr habt mir Angst gemacht, Budis. Ihr habt mir richtig Angst gemacht. Oh. Der Rimworld-Stream von Samstag wurde auf Sonntag verschoben, da Fesaya am Samstag keine Zeit gefunden hatte, beziehungsweise es ihr nicht so gut ging. Dementsprechend gab es das am Sonntag. Das war der typische Rimworld-Run, wie man ihn kennt. Wir haben Leute versklavt, eine Person. Ein 13-jähriges Mädchen im Game versklavt. Das kommt immer gut. Der Rest wurde getötet. Dann, Kapibaras sind gestorben. Kapibaras wurden gekauft. Boomratten. Und vieles, vieles mehr. Seht einfach ein paar Clips hierzu. Attacke. Ja, für deine Minigun müsstest du aber auch irgendwie mal was treffen. Hast du Plateau wie ein bisschen mit hochgejagt? Das war ein bisschen ungünstig. Der hat einfach mein Stromnetz auseinandergenommen.
Ich habe nicht genug Hightech-Bauteile, um das zu bauen. Ey, was ist denn das für ein Dreck? Was ist denn das für ein Dreck? Nein, nicht der Zaun, nicht der Zaun, nicht der Zaun! Ihr habt Tiere! Ihr habt die Kapibaras getötet! Ihr Schweine! Ich will das kurz festgehalten haben. Das war nicht ich. Ich habe damit nichts zu tun. Nur mal kurz, um das hier so festzustellen. Das war Tiger. Tiger hat gerade Kapibaras ermordet. Ja. Schande über dich und dein Haupt. Hast gerade Kapibaras gekillt. Und unsere Stromversorgung. Aber die ist nicht so schlimm. Du hast Kapibaras gekillt. Viel, viel schlimmer. Mewtwo, warum tötest du denn deine eigene Kapibaras? Wasserschwein ist ums Leben gekommen. Oh mein Gott. Und das ganze Heu ist auch mit RIP gegangen. Was hast du getan? Was hast du getan? Mewtwo, warum bringst du denn deine eigenen Kapibaras um? Warum bringst du denn deine eigenen Kapibaras um? Mewtwo? Warum? Warum? Damit kommen wir auch schon zum letzten Thema, und zwar dem Streamplan. Am Dienstag ab 19 Uhr gibt es Palworld. Und am Donnerstag ab 19 Uhr Rimworld. Das sind tatsächlich die einzigen Streams für diese Woche. Damit sind wir am Ende der News angekommen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis dann und ciao. Eure Fuchsbau-News. Ein Tag voller Trube, die Welt ist in Streit. Nachrichten im Überfluss, keiner will's bestreiten. Doch hier bei uns im Fuchsbau, wir sind bereit, die Wahrheit zu erzählen, den Skandal.